Gute Laune und ein goldener Taler als Glücksbringer vom Schornsteinfegerhandwerk zur Begrüßung beim Neujahrsempfang des Handwerks. Über 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft und dem Ausland folgten der Einladung der Handwerkskammer Koblenz und kamen ins Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Zum Jahresauftakt gab es gute Nachrichten vom Handwerk, denn in ihren Reden stellten sowohl Werner Wittlich, Präsident der Handwerkskammer Koblenz, wie auch Holger Schwanecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, eine stabil positive Konjunkturlage für das Handwerk dar, sprachen über Chancen und Möglichkeiten im gerade begonnenen Jahr 2013. Im Rahmen des Neujahrsempfangs zeichnete die Handwerkskammer Koblenz traditionell auch Handwerker für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der goldenen Ehrennadel aus. Präsident Werner Wittlich nahm im Namen des Vorstands und des Hauptamtes mit Hauptgeschäftsführer Alexander Baden an der Spitze 7 Ehrungen für mindestens 15-jähriges Arbeiten im Ehrenamt vor. Die Auszeichnungen wurden überreicht an Gas- und Wasserinstallateur und Klempnermeister Wilfried Feil aus Herborn. Seit 1997 Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses und Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft Birkenfeld. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Fleischermeister Georg Lüscher aus Mendig, seit 1986 ehrenamtlich aktiv und langjähriger Obermeister der Fleischerinnung Mayen. Die Ehrennadel wurde auch Zimmerermeister Volker Höhn aus Kölbingen überreicht, seit 1996 Obermeister der Zimmererinnung Rhein-Westerwald. Ausgezeichnet wurde auch Tischlermeister Wolfgang Brust aus Veitsroth, seit 1991 im HWK Meisterprüfungsausschuss für das Tischlerhandwerk und seit 2007 dessen Vorsitzender. Sowie Dachdeckermeister Alfred Kaspari aus Moritzheim, seit 1982 im Vorstand der Baugewerksinnung Kochenzell und seit 1988 stellvertretender Obermeister. Gratulationen gingen auch an Friseurmeister Jürgen Günster aus Bad Kreuznach, Mitglied der Vollversammlung der HWK Koblenz und deren Berufsbildungsausschuss. Sowie Maler und Lackierermeister Rainer Tiefenbach aus Holzhausen an der Heide. Der 53-jährige Handwerksmeister machte sich 1987 nach bestandener Meisterprüfung selbstständig und übernahm anschließend eine ganze Reihe ehrenamtlicher Aufgaben. So ist er seit fast einem Jahrzehnt Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Lahn und seit 15 Jahren Vorsitzender im Gesellenprüfungsausschuss. Viel Zeit investiert er darüber hinaus in Kinder- und Jugendprojekte, die einen besonderen Stellenwert haben. Für die jungen Leute, die gesamte Region, wie auch für den Betrieb. Mein Engagement liegt darin, benachteiligte Jugendlichen zu unterstützen. In Nachstetten, in der Hahnmühle, gab es ein Projekt, Fit fürs Leben. Da drin habe ich mich eingebracht, habe mich engagiert, habe da mit Jugendlichen verschiedene Objekte gemacht. Kinderspielplatz in Holzhause, Grillhütte in Obertiefenbach und. Buswartehäuser etc. hier in der Region. Damit hatten die Jugendlichen eine Chance, in den Beruf zu schnuppern, bei mir ein Praktikum zu machen und dann auch der eine oder andere auch die Gelegenheit in Abschluss bzw. eine Lehre zu beginnen. Alex Safin ist wirklich ein Sonderfall gewesen. Den habe ich übernommen durch das Fit fürs Leben, habe ihn da kennengelernt, schätzen gelernt. Ich habe ihm die Chance gegeben, eine 2-jährige Ausbildung zu machen zum Bau- und Objektbeschichter. Die hat er mit Bravour bestanden. Die hat er seinerzeit schon als Jahrgangsbester gemacht. Habe ihm dann die Chance gegeben auf eine Lehre zum Maler und Lackierer. Die hat er ebenfalls im letzten Jahr absolviert, auch wiederum als Klassenbester, als Jahrgangsbester. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Das Engagement, was von meiner Seite gebracht worden ist, ist von dem Herrn Safin erwidert worden. Und er zahlt das auch dementsprechend zurück. Es ist alles super gelaufen seit 2008 und ich komme richtig gut klar mit dem Herr Tiefenbach. Das hat mir auch viel was geholfen bei der Ausbildung und ich finde es einfach toll.
Alexei Safin hat die Chancen genutzt, die ihm Fit fürs Leben und Malermeister Rainer Tiefenbach geboten haben. Der heute 24-Jährige hat eine bemerkenswerte Entwicklung im Handwerksbetrieb hingelegt. Die Verbindung zum Jugendhaus Hahnemühle ist noch immer eng und intensiv. Und Alexei packt hier in seiner Freizeit gerne an. Ab und zu auch zusammen mit Chef Tiefenbach beim Kicker. Wobei der Geselle seinem Meister hier einiges voraus hat. Auch solche Einlagen gehören zum gemeinsamen Miteinander. Und Rainer Tiefenbach weiß um die Wichtigkeit, die Sprache der Jugend zu verstehen und selber zu sprechen. Hier im Jugendhaus haben sich Safin und Tiefenbach über das Projekt Fit fürs Leben kennengelernt. Das Leiterin Regina Schneider in seiner Entstehung so erklärt. Durch diese Erfahrung hat die Agentur für Arbeit damals gesagt, ihr habt viel Erfahrung gesammelt mit Schülern, mit Prävention, mit Konzepten, die Probleme aufarbeiten können. Und dann wurde Fit fürs Leben gestrickt, ganz speziell auf Jugendhilfekonzepte hin. Die Entwicklung von Alexei Safin zum Handwerksgesellen schließt auch sein ehrenamtliches Interesse ein, das er offensichtlich von Rainer Tiefenbach übernommen hat. Über Arbeiten wie an diesem Tresen gibt es nur Leistungen zurück, die er einst von anderen empfangen hat. Ein Vorbild sicher auch für andere Jugendliche und ein ganz besonderes Projekt.